So, willkommen zurück zu einem neuen Part von Zelda Skyward Schloss knacken. So, wir machen jetzt den Endboss. Okay, ich zieh mal besser die Schlaufe an. So, okay. Megus, da ich stell mich jetzt hin. Dieser Endboss ist sehr geil inszeniert. Jetzt kommt. Hey, ich bin die Dörte, die Döner-Tochter. Ne, die Dörte? Verstehst du? What the hell? Ne. Doch, ein Riesenkrake. Hallo. Jemand da? Muss ich eine Bombe reinwerfen? Nein. Schade. Darf ich mal? Nein. Ich habe einen Pfeil. Dennis, ich habe mal eine Frage. Was passiert mit einem Schiff, wenn da ein Loch drin ist? Es läuft voll. Was hast du jetzt zu tun? Hoch? Ja, wäre besser. Leiter. Ja, keine Leiter, du musst raus! Wie denn? Ja, geh hier raus! Ja, wo denn? Ja, wo die Tür ist! Ja, wo ist denn die Tür? Na, hinter dir quasi. Da. Ach, und jetzt im nächsten Raum kommen wieder Dinger, ne? Es wackelt schon. Oh, es biegt sich schon. Ich würde hier ja raus. Aber ich muss noch weiter raus? Ja, natürlich musst du raus, du musst weg hier. Muss ich auch noch durch Türen? Teilweise. Also es gibt, glaube ich... Ja, doch, du musst auch noch durch die Tür. Alter, ich geh gleich kotzen. Wusch. Toll. Weg versperrt. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Was denn? Diese Tentakel scheinen zu einem riesigen Monster zu gehören. Es scheint, als würde das Schiff angegriffen. Das hättest du Dennis mal vorher sagen sollen. Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Okay, darf ich drauf rumhacken? Ich empfehle, die Tentakel mit der heiligen Kraft zu durchtrennen und draußen nach dem Rechten zu sehen. Ja, du darfst drauf rumhacken. Mit aber der heiligen Kraft. Nur so? Ja, nur mit der heiligen Kraft. Oh ja, das. Und abgeschnitten. Sehr schön. Vorsicht, da rollt ein Fass. Da kommt noch eins. Boah, da krieg ich die Kotze, Alter. Ja, ich glaube, du bist seekrank geworden. Alter. Ohne Scheiß, das ist echt so. Oh, es wackelt, es geht unter. Ist das nicht gut inszeniert? Das ist wundervoll inszeniert. Vor allen Dingen, weil ich davon so schon die Kotze bekomme. Obwohl es nur inszeniert ist. Wow! Oh, er hat sich schüttelt ab. Bin ich tot? Nee. Du hast respawned. Boah, Erdbeben! Guck, ich gucke am besten immer weg, ja? Und du sagst mir, wenn es weitergeht. Ach komm. Warum, was hast du? Was ist das? Das macht, das ist voll kacke, weißt du? Das ist doch voll chillig eigentlich. Ich krieg zu viel von. Vorsicht, die Tentakel. Wow. Ah. Aber die kannst du ja einfach durchtrennen mit deiner heiligen Kraft. Zähl mal, wie viele Arme das kann. Das kannst du machen, du musst den Endboss besiegen. Bis jetzt waren es schon 4. Ach, da war hier ein Loch. Schon, hier ist schon alles kaputt. Alles kaputt. Und das Wasser steigt. Aber irgendwie nur immer so schlockartig, ne? Ist voll logisch. So. Gebieter, ich muss dich warnen. Hinter der Tür ist Wasser. Ich spüre eine dunkle Präsenz hinter dieser Tür. Halt's Mist. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich der Ursprung der Tentakel in der Nähe befindet. Ich rate zu äußerster Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. Also Leute, jetzt heißt es wirklich, schnappt euch Chips, dazu einen Sitz, und kraut euch nochmal kurz am Sack, jetzt geht's los. Und ich nur einen Pfeil. Showtime! Keine Sorge, Pfeile bekommst du. Ach ja, dann. Okay. Okay, komm. Let's get ready to rumble! The heavyweight champion, Mr. Tentakel versus the light champion, Ling! Was ist das? Das ist... Oh mein Gott, der uraltes Meeresgrauen, oh Daidagos. Oh mein Gott, was ein Posten, der Typ. Der ist männlich oder Titten. Ja, wenn man dick ist, dann ist das halt so. Und da kommen sie schon, die Tentakel. Und er weiß, was er zu tun hat.
Da sind Pfeile. Hallo, da liegen Pfeile, die würde ich sammeln, genau. Ja, ist doch ein geiler Endboss, oder? Ist nicht, oder? Nee, nee. Ich sehe dich ja. Du weißt, du kannst die nur, also du musst die wirklich abtrennen. Am besten irgendwie horizontal musst du die abtrennen. Oder diagonal, aber halt nicht vertikal, weil vertikal klappt nicht. Weil das kitzelt die irgendwie. So, genau, schön abgeschnitten. So. Jetzt gleich wird er sich zeigen. Jetzt muss ich einen Bogen aufs Auge, ne? Ja, was denn sonst? Daneben. Wieder daneben. Oh. Wieder daneben. Okay. Vorsicht, der Tentakel kommt. Der was? Der Tentakel kommt. Alter, wo hat der. Wo nimmt der die ganzen Tentakel? Ja, der hat die einfach. Die einen sind Haare und dann hat er noch zwei Riesenhände. Wow. Warte, wie kommt man an? Jetzt ging bei Metroid mit dem Ausweichen. Du hast eine Fee, mach dir mal keine Sorgen. Mach mir nur Sorgen, weil ich nicht weiß, was das Vieh macht. Ja, musst du es im Blick behalten. Ja, jetzt musst du es auf es zu rennen. Renn auf es zu. Mach ein bisschen die Haare ab und jetzt auf das Auge. Wo ist das Auge? Da, jetzt schnetzt du. Oh, das macht Spaß. Das ist mein Endgegner. Ich sag ja, das ist ein. Ich hab mir die Haare geschnitten. Ja. Ah ne, jetzt kommt erst. Jetzt beginnt die Leier von vorne. Ich finde das immer wieder schön, wenn die so schön einfach sind. Oh, nachher kommt's noch. Oh, abschütteln. Aber ja, ich glaube, ich verrecke. Nee, doch nicht. Nee, eigentlich bringt. Es bringt ihm eigentlich gar nichts, dich so zu packen. Aber irgendwie machen wir halt Angst, dass wir so viele sind. Ja, das werden halt mehr. Waren vorhin ja nicht so viele. Oh, pass ein bisschen mit dem Mikrofon auf. Dankeschön. So, einen noch. Du musst immer vier Stück besiegen. Von den Tentakeln. Und, jawohl. So, jetzt wird unser Freund wieder kommen. Das Problem ist, der taucht manchmal woanders auf. Zum Beispiel ist er jetzt, glaube ich, hinter dir. Und der hat echt Titten. Jawohl. Zusprinten. Der muss die Haare nicht abstupfen. Da hört man irgendwie so eine Sirene, irgendwie, wenn man darauf schlägt. Zumindest klingt das so. Alter, ich möchte mal so richtig schön Fukuhila machen, weißt du? Komm, schwer. Das Gute ist, du hast vorhin irgendwann einen Herzen bekommen. Also so einen kleinen Zerz, weißt du so. Nein! Autsch! Da haben sie dich gepiekst. Pieks! Musst du so zurückpieksen. Nee. Wobei die Wirbelattacke kann auch sinnvoll sein. Eventuell. Ja, warte, spiel. Aber nur wenn du halt den Schlag auch hast, also den Himmelsstrahl. Abschütteln, genau. Aber ist das nicht ein geiler Endboss? Jo, der, also, ist immer, der macht mal Spaß, weißt du? Ja. Besonders so mit dem Schiff, wie das zugrunde geht. Ja. Ah, einfach weitermachen. Ich kann doch nicht mehr schütteln, ne? Ich schon Schütteltrauma. Ja, in der Wii-Bedienungsanleitung steht, dass man vom Wii-Spielen einen Tennisarm bekommen kann. Ein Tennisarm? Ja. Ich hab noch nie verstanden, was ein Tennisarm ist. Das ist, wenn du zu viel gewichst hast. Ach so! Jetzt weiß ich, was ein Tennisarm ist. Ja, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, ne? Das ist. Sehr gut. Okay, er wird kommen. Wetten an der Seite? Warte. Das weiß keiner. Ist da. So. Okay, er hat seinen falschen Mann. Und er zielt, er zielt, er zielt. Und er trifft nicht. Nein. Vorsicht, der Tentakel kommt. Ja. Du kannst dich bewegen, wenn du Pfeile schießt, das weißt du, ne? Also du kannst in der Ego-Perspektive auch rumlaufen, genau. So. Sehr schön. Und jetzt viel Spaß beim Schmerzen.
ich bin sauer. Ja, ich dachte, der wäre tot. Wie oft muss ich das eigentlich erst machen? Das war Phase 1. Und wie viele Phasen gibt's? 2. Ah, jetzt gehe ich auf das Große. Ja, denn hier macht er alles kaputt. Das ist exzellent. Und jetzt kommen auch noch Fässer. Ah ja, geht. Und jetzt kommt auch ein Bruder. Ich würde jetzt auf jeden Fall schnell ihm ins Auge schießen, denn du hast jetzt einen Freischuss. Das wird nachher nämlich gerade noch ein bisschen schwieriger. So, und jetzt sofort Bogen ziehen? Ja, am besten sofort den Bogen ziehen und ins Auge. Ja, schieß! Nein! Freischuss verballert. Das Problem ist, seine Haare fungieren jetzt als Schutzschild. Nicht nur als Schutzschild, sie fressen dich. Das ist irgendwie so ein Medusa-artiges. Jo, und sobald ich an die rankomme. Ja, klar, das sind Schlangen. Kleiner Tipp. Das habe ich anfangs auch nicht gecheckt. Aber diese Medusa-Haare musst du nicht mit der heiligen Kraft durchtrennen. Ja, wie soll ich die. Und wie soll ich mich schützen? Ich habe eine Idee. Ja. Ja. Komm, gib mir mehr Medusa-Haare. Komm und wenn Medusa-Haare. So, jetzt schießen. Und ja, das war gut. Jetzt die übliche Manier. Schön. Das hat gut Schaden gemacht, glaube ich. Und seine Haare sind gestutzt. Geil. Link der Friseur. Das war Spaß. Ich glaube, den mache ich irgendwann nochmal den Link. So. Dann? Nein! Tja, das ist das Gute am Menschen. Der Mensch hat 2 Auge, das heißt, er kann auch 1 riskieren. Ja. Das geht mal heil. Ah, da sind Leben, Leute. Nicht runter. Oh, das war knapp. Also eigentlich wachsen. Schießen! Eigentlich wachsen bei einer Medusa. Nein! Die. Nein! Ah! Mit A. Ja, das ist mir so klar. Bei einer Medusa, wenn du einen kaputt machst, einen Kopf, wachsen 2 Haare. War das bei Medusa so, wenn man einen Kopf abschneidet? Ah, nee, nicht bei Medusa. Medusa war da die alle in Stein verwandelt. Ne? Ja, ja. Das war so, wenn du sie anguckst, bist du in Stein verwandelt. Aber ich glaube, das war es nicht irgendwie dieser dreiköpfige Drache? Doch, doch. Griechische Mythologie. Ja, ja. Wie dem auch sei. Dein Auge weh. Ich finde, Deidagos klingt auch ein bisschen griechisch. Deidagos, ich bin nur Deidagos, ich esse immer Salat. Ich esse Gyros, ja. Ich esse Salat. Yeah, Devil. Devil in Purse. Und das Wetter ist wieder schön. Halleluja, so du sagst Wetter, Mann. Mann, ich habe jetzt geschwitzt wie ein Büffel auf Kokain, Alter. Aber. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Ich fand's. Ich habe mich auf jeden Fall amüsiert. Ich glaube, ich mach den auch nochmal. Ich fand, das war ein super Endkampf. Den wollten wir schon immer mal haben und die Belohnung lassen wir uns jetzt gut schmecken. Ah, dünn. Das ist ein Türke, der bringt den Döner aus. So, denn hier ist in der Tat die Flamme. Tat. So. Und hier ist Wetten, der Herzinteil. Dingens würde ich sagen, ja, dein Leben ist so voll. Nö, wird es nicht, denn deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Bling. Und jetzt kommt eine Cutscene. Fuß runter. Und damit der Timer nicht klingelt, mach ich den jetzt schon mal aus. Thank you.
Nairus Flamme hat dein Schwert gestärkt. Fei erhält neue Macht. Du kannst nun mit der Aurasuche mehr Dinge erspüren. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. So. Und damit endet dieser Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, einen Daumen runter. Kritisiert nicht den Dennis für seine Spielweise. Ich finde, der hat das gut gemacht. Also, eine Frage, was ist jetzt aus den Robotern geworden? Das erfahren wir im nächsten Part. Ja, dann.